Hallo und herzlich willkommen auf Die Miris, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Ja, und das liegt offensichtlich und größtenteils nur an mir. Ja, ist klar. Ja, was denn? Du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Nein. Was haben wir denn da hinten? Ist da irgendwas zu essen? Gib mir mal was, Chan. Ja, ist ja gut. So, hinter jedem Semmel ist ja eine Paprikaspende. Das wissen wir natürlich. So ist das. Oh, Junge, Paprika, da habe ich gehört. Das ist gut. Gib mir das her. Dankeschön. Und jetzt kannst du das Wichtelpaket auspacken, das du von der Miyuki bekommen hast. Die mit den Tiervideos und so. Gut, dann packen wir es doch einfach mal aus. Oh, pass auf, wir machen jetzt hier einen schönen Paprikakranz. Hey, cool, ich habe eine Paprikarüstung. Das gibt mir jetzt 2 auf Defense. Oh, das ist so weihnachtlich. Da traue ich mich immer gar nicht, das auszupacken. War ein Scherz. Das Auspacken daran ist ja immer das Beste. Natürlich hat sie von mir auch ein Wichtelpaket bekommen, damit ihr dieses Video gucken könnt. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Das ist ja hier schließlich eine Kollaboration. Außerdem wäre das irgendwie doof, wenn nur ich mich beschenken lasse. Was könnte das nur sein? Ich habe keine Ahnung. Hey, ich habe auch keine Ahnung. Könnte das eine Rakete sein zur Welteroberung oder eine Heurolle? Ich bin mir da nicht sicher. Ich gucke da jetzt einfach mal nach. Auf der Seite ist auch nichts. Ja, Chan, dann würde ich sagen, musst du die ganze Arbeit machen. Das kannst du eh am besten. Und ich verdünnisiere mich. Oder guck mal, was hier ist. Du machst das schon. So, komische Taschen, die stehen doch sonst nicht hier. Ich wünsche dir alles Gute und ich hole mir das dann, wenn du es ausgepackt hast. Bis dann, ciao! Bitte sei nichts Zerbrechliches dabei. Dankeschön. Guck mal, Nikolaus, da gucke ich jetzt als erstes rein, wenn ich das überhaupt darf. Ein Hamster. Nom, 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 nom. Post ist da. Mit 2 Nikoläusen. Gucke ich doch erstmal da rein. Nicht, dass da Instruktionen stehen, wie ich das auszupacken habe. Und hinterher mache ich alles falsch. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Damit Porzellan nicht mehr alleine ist, schau in den Nikolaus. Seht ihr? Habe ich mir es doch vorweggenommen. Wünscht euch Miyuki und die ganze Rasselbande. Und Trico. Vielen Dank. Und wir machen weiter. Und es ist nichts, weil ich nicht aufgepackt kriege. Eine Riesenheuraufe. Ich würde sagen, da freut sich Crumble gleich ganz doll. Und da kann sie dann durchlaufen und sie sogar essen. Das sind Schokonikoläuse. Die sind für mich. Nom, 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 nom. Es scheint keine Reihenfolge zu geben. In dem Sinne, wichteln wir einfach drauf los. Ein Tannenbaum. Wie süß ist das denn? Bestehend aus kleinen Heurollen. Die weiß schon genau, was sie tut. Weiter geht's. Aha. Löwenzahnblätter. Da kriegen die nie genug von. Und die Meerschweinchen freuen sich über quasi alles. Zum Beispiel über das hier. Das sind Birkenblätter. Und da schreien sie schon. Möchtest du Birkenblätter haben, Onigiri? Lucy hat jetzt gerade die Aufgabe, die Onigiri zu holen, aber das funktioniert nicht so, wie sie gedacht hat. Schaffst du es? Nein, ich fall doch ins Gehege raus. Was sagst du? Du möchtest eine ganz tolle Frisur haben, aber Onigiri, die hast du doch schon. So, und während Onigiri jetzt gleich was zu essen bekommt, packen wir erstmal die nächsten Pakete aus, damit auch Banana Crumble was bekommt, ne? Ich hab grad meinen Namen gehört und Essen. Diese Kombination gefällt mir. Oh, Sonnenblumenblütenblätter. Das ist doch mal ein Zungenbrecher. Sag das 3-mal schnell hintereinander. Sonnenblumenblütenblätter. Sonnenblumenblüten. Vergiss es einfach. Heute nicht. Vielen Dank dafür. Was könnte es sein? Eine Bowlingkugel. Es ist ein Weidenheuball. Wir sind schon fast durch. Hier ist eine Zeichnung, die hat sie von mir nicht bekommen. So viel kann ich spoilern, weil ich kann nämlich überhaupt nicht zeichnen. Warum können alle Leute mal besser zeichnen als ich? Guckt es euch an. Wie putzig ist das denn? Einmal die ganze Müffelstückbande. In cute. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das wäre nämlich mega peinlich und doof. Wir verfüttern den jetzt noch ein bisschen was. Und der Hamster, der kommt jetzt auch mit nach vorne. Und dann testen wir mal, was die gerne davon probieren möchten. Und wenn ihr das Video von ihr sehen wollt, erster Link unten in der Videobeschreibung und vergesst dieses Video nicht zu bewerten und zu abonnieren. Bis dann! Crumble ist schon sehr interessiert. Die anderen sind noch ein bisschen sehr zurückhaltend. Und Omi nur so, das stimmt gar nicht. Ich bin einfach nur gerade sehr müde.